Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion Day 2 im Ranglistenmodus. Diesmal alleine. Haben wir Lukas nicht mit dabei. Wir gehen als Burg rein. Welcome to Nova. Gucken wir mal, was ich so reißen kann. Ich habe dicke Tanks, aber Schaden sieht nicht so gut aus. Könnten mit dem Leviathan die Masken verbessern, beziehungsweise die violetten Falken. Ja, magischer Schaden ist gar nicht da. Ja, fangen einfach hier mal mit neuer Sora an. Hat man sowieso auch lange nicht den Start. Drüben Double Goldwerfer in einem ganz kleinen Split. Ich guck mal rüber. Bone Crusher. Okay, da hätte ich mit der Schnecke was machen können. Also auch ein krasser Skin. Ja, müssen wir gucken. Man muss auf jeden Fall auch mal für magischen Schaden rerollen. So geht das nicht. Schon mal eine Maske hinstellen. Haben wir die Schnecke rein. Okay, jetzt hat er keinen Knochenkrieger gebaut und eine Kettenfaust. Da schreit es gerade so, weil er sich regeneriert. Bauen wir weiter Masken. Eine andere Variante kann ich sowieso gerade nicht machen. Ja. Hast du ein Atom da stehen? Manaros. Manaros ist da und sind noch relativ viele da. Aber durch die Regeneration wird das wahrscheinlich halten. Stellen wir den schon mal hin. Ja, macht eigentlich Sinn, noch mal zwei Schnecken zu schicken. Skelett, also er hat viel mit Regeneration.
Jetzt kackt er mal ab. Okay, er will wirklich skalieren. Er hat dann schon den großen Goldwerfer gebaut. So. Ich fand den King auf. Boah, 80. Ja, okay, ich mache Autos in jeder Runde. Wenn ist alles gekillt, also die Brute. Alles cool. Okay, hat jetzt noch Healing. Was haben wir den letzten noch platziert? Blut mit rein und danach King Upgrades bis zur 9 oder 10. Ah, den Dorf gewertet. Er hat ihn aufgewertet, den Skelettpiraten. Das wird nix. Machen wir Auto an und upgraden dann den King. Alter. Millennium auf Stufe, also auf Welle 7. Das ist krass. Aber er hat dann nur 5 Worker. Okay, anscheinend sammeln die jetzt. Wahrscheinlich für 9 oder 10. Ich denke mal 9, weil wir viel Fernkampfschaden haben. Ich und er auch. Der werden die auf 9 schicken wollen. Ja, so ganz zufrieden bin ich halt nicht so mit dem, was ich hier zur Auswahl habe. Ja, noch eine Maske werde ich jetzt nicht platzieren. Mach mal einen Roll. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. So, er steht, den machen wir raus. Die brauchen wir auch nicht mehr. Besucher nochmal mitnehmen, wäre nicht schlecht. Ich glaube, ich mache es so. Ich habe ja schließlich mein First des Todes, den ich nach der 10 dann bauen kann.
Pass auf. So. Steht erstmal einer da. Das ist ja wieder nur teure Einheiten, da muss ich aufpassen. Ah, sieht gut aus. Sehr schön. Muss ich den Leviathan verbessern. Habt ihr noch mal ein bisschen Schaden mehr, das ist gar nicht schlecht. Aber 3,5? Was ist das? Könnten auch 12 oder 13 mal schicken. Sehr schön. Ne, nehmen wir auch nicht mit. Nehmen wir den Fürst des Todes mit. Investieren hätte sich jetzt nicht gelohnt. Für Pulverisieren auch irgendwie nicht. Ich hätte nicht eine Maske nehmen können, aber wollte ich jetzt nicht. So rausgeht. Also viele Worker habe ich leider nicht am Start. Oh, schafft sogar das nicht. Liegt ein bisschen drunter. Das hat mir gut Geld gebracht. Das nehme ich liebend gern mit. Und den Pack wieder auf jeden Fall mit rein. Lass ich die Masken aufwerten. Hör mit mir dazu. Und was auch sonst noch geht. Ja, hätte magischen Schaden vielleicht mal reinstehen sollen für die. Ja, okay, das ist gar nicht so gut. Ah, die bleiben alle mit Mini-Leben da. Kacke. Ah, Pulverisierung, Vulkankanone. Schafft's gerade so, ey. Das sieht gar nicht gut aus. Was mein King fett. Das ist natürlich gut, dass ich mir Lemon jetzt habe. Wie gesagt, ich habe Burg.
Ich habe unglaublich teure Einheiten. Das wird schon noch was. Es dauert halt nur. Ich muss halt erstmal ein bisschen ins Late Game mich vorarbeiten. Wir können da schon noch was raus und ich muss hauptsächlich erstmal meine Einheiten upgraden. Das ist wichtig, dass meine Frontline stärker wird. Weil die ist momentan nicht so auf dem besten Stand. Natürlich machen wir das so. Hehe. So, müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schicken wollen oder nächste Runde. Aber die Ducks sind auf jeden Fall da. Kann ich da noch die so reinpacken? Ja, klingt gut. Auch einen Long Save machen, damit wir was erreichen können. Und die sind nicht gerade auf ihre King-Verbesserung gegangen. Zumindest noch nicht. Das müssen wir ausnutzen. Ich glaube, das kann ich noch halten. Weil ich keine Frontline mehr habe. Und zumindest ganz gut reduzieren. Ein bisschen können wir leben. So. Der muss aufgewertet werden. Und zwei Walker rangeholt. Er hat ein Tor gebaut, zwei Stück. Hat auch nicht viele Einheiten. Ja, das sagtest du bereits. Mal gucken. Können wir durch. Den Aufprallschaden noch mit rein. Der Aufprallschaden kommt. Ich muss Stichschaden mit rein machen für die. Beziehungsweise ein Voreis wäre geil. Haben sie Upgrades gemacht. Wir hauen den Voreis auf jeden Fall rein. Und den Packleader. Kann ruhig mehr Rocker bauen. Nächsten beiden Runden bin ich ganz gut abgesichert. So. Wir haben gut Stichschaden. Ich baue jetzt hier einen Ochsen hin. Besora daneben. Machen wir halt einen Mauerwurf mit rein. Wenn er jetzt keinen Flächenschaden hat, nehmen wir das trotzdem mit. Vorher ist auf jeden Fall sehr gut für den. Für den Skelettpiraten. So rum. Jetzt habe ich's. Und die Vulkankanone natürlich. Die ist ganz schnell down. Vorher ist er drauf gezielt. Piratenskelett tot. Final Form, tot. Oh ja. Das sieht gut aus. Double Down, sehr schön. Auch ein bisschen was durchgelassen. Das könnte ich auch noch ganz gut verteidigen. Jetzt ist der King natürlich maximal. Dass wir weniger Schaden kriegen. Aber trotzdem mehr als wir.
Der wird abgegradet. Ich habe mal noch einen hinpacken. Den muss ich aufwerten. Dann mache ich hier noch so einen Windfalken. Okay, ich bin. Ach, scheiße, er ist 800 runter. Das sieht nicht gut aus. Ich bin auch 300 runter. Da ist die Frontline ein bisschen stärker. Hat mein Drache noch ein bisschen gehalten. Das werde ich nicht schaffen. Wir könnten auf 19 gehen oder auf 18. Vorausgesetzt, wir überleben. Ne, tun wir nicht. Scheiße. Also ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber ich habe mich auch nicht so wohl gefühlt mit den Masken und dem Leviathan als einziger Schaden und vorne so viel teure Tanks. Dann ist die ganze Zeit voraus. Naja, Versuch war es wert. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut euch gerne bei Ahnung, wie das vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannter Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.